Vielen Dank für den herzlichen Empfang. Ich möchte heute über meine persönliche Person des Jahres 2017 sprechen. Das war Franco A., dieser Bundeswehrsoldat, der sich als islamistischer Flüchtling hat registrieren lassen, um dann einen rechtsradikalen Terroranschlag zu verüben, der aber ausgesehen hätte wie ein islamistischer. Das fand ich geil. Ich wusste gar nicht, dass wir so schlaue Soldaten haben bei unserer Bundeswehr. Was aber machte die Verteidigungsministerin Uschi von der Leyen? Als Konsequenz, sie sagte, wir müssen jetzt die Kasernen umbenennen. Das finde ich toll. So lösen wir das Rechtsradikalismusproblem bei der Bundeswehr, wenn wir die Kasernen umbenennen. Wenn die Kasernen erst Rudi-Scherping-Kaserne heißen oder Karl-Theodor-zu-Guttenberg-Kaserne mit angeschlossenem Copyshop. Nie wieder Rechtsradikale in der Bundeswehr. Ja, das ist der Trend. Wir müssen die Sprache ändern. Nicht mehr die Welt. Nein, die Welt haben wir genug verändert. Jetzt ändern wir die Sprache. Das hat ja schon oft funktioniert. Seit es keine Negerküsse mehr gibt, gibt es ja auch keinen Rassismus mehr. Nirgends. Das funktioniert super. Der Zoff um die richtige Sprache hat den Zoff um die wirklichen Probleme abgelöst. Dabei gibt es nach wie vor sehr viele Probleme. Guck mal, nicht mal die Gleichberechtigung haben wir doch wirklich an den Start gekriegt. Nicht mal die ist am Ziel. Nach wie vor verbringen Frauen dreimal so viel Zeit mit Hausarbeit wie Männer. 2,5 Stunden jeden Tag. Männer 49 Minuten. Wobei davon auszugehen ist, dass Frauen auch in 49 Minuten das dreimal hinkriegen, was auch Männer in 2,5 Stunden nicht auf die Kette kriegen. Auch die Studenten wollen nicht mehr gestört werden. An US-Unis und auch in britischen Unis gibt es mittlerweile in Büchern Triggerwarnungen, damit Studenten gewarnt werden vor Stellen, die sie irritieren könnten. Also wenn bei Shakespeare eine Gewaltszene kommt, möchte man das wissen, dann steht da, Achtung, gleich auf 2 Seiten weiter kommt Gewalt. Das möchte man wissen. Was tun? Warum nicht mal wieder eine Bücherverbrennung? Hatten wir doch 70 Jahre nicht mehr. Wird doch mal wieder Zeit. Aber dieses Mal eine politisch korrekte Bücherverbrennung. Alle Bücher verbrennen, die irgendwie irritierend sein könnten. Shakespeare, weg wegen Gewalt. Die Bibel verbrennen, Gewalt. Wir müssen die Leiden des jungen Werther verbrennen. Suizid, das hält doch kein Student aus. Ganz ehrlich, Leute, Studenten, die sogenannte Elite eines Landes, die Elite der Zukunft, möchte sich einrichten in Kuschelecken und gewarnt werden vor irritierenden Stellen. Gegen diese Studenten sind die Pius-Brüder eine weltoffene Gemeinschaft. Und das ist das Problem heute. Die sogenannte politische Korrektheit war ja mal eine total gute Idee. Sie war richtig gedacht. Sie wollte Gleichheit, wo Unterschiede waren, die keine Rolle spielen dürfen. Mittlerweile hat sie das Gegenteil erreicht. Sie schafft nur noch Unterschiede. Jeder darf sich einigeln in seiner eigenen kleinen Ecke und sich beleidigt fühlen, in der eigenen Schmollecke Opfer sein. Das ist es. Aber das Schlimmste, was es gibt, ist Opfer sein. Das Opfer will Rache. Das Opfer ist befreit von jeder Verantwortung für das eigene Leben. Das Opfer ist unmündig. Und deshalb sage ich, raus aus der Opferecke. Wir müssen uns wieder auseinandersetzen. Wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Dreck, dem Müll, dem Hass der Gegenwart. Nicht Neger als Wort aus Kinderbüchern streichen. Nein, stehen lassen und dann Kindern sagen, warum dieser Autor in diesem Buch, in dieser Epoche dieses Wort geschrieben hat und warum es heute ein Dreckswort ist, das wir nicht mehr benutzen. Konfrontation, das ist Erziehung zur Mündigkeit und keine falschen Schutzmaßnahmen. Darauf kommt es. Unter dem Vorwand des Schutzes entsteht die Tyrannei. Ich brauche auch kein permanentes Piepen, wenn ich mich nicht anschnalle im Auto. Nein, ich weiß, wenn ich jetzt nicht angeschnallt Auto fahre und durch die Fensterscheibe knalle, wird es mir danach nicht so gut gehen wie vorher. Ich brauche auch keine zerfetzten Lungen auf irgendwelchen Zigarettenpackungen. Ich weiß, dass Rauchen nicht gesund ist. Und vielleicht rauche ich trotzdem eine. Ich weiß, dass dann mein Lungenkrebsrisiko steigt. Außerdem ist die ganze Aktion verlogen. Der Sozialstaat ist nicht interessiert an angeschnallten, nicht rauchenden Mitbürgern. Nein, das Beste, was im Sozialstaat passieren kann, ist ein 65-Jähriger, der unangeschnallt mit dem Handy am Ohr und der Kippe im Mund gegen die nächste Leitplanke donnert. Das entlastet die Sozialsysteme. Dankeschön.